Isaias Selbstopfer. Hat das bewirkt? Den ganzen Berg von innen heraus platzen lassen? Ja, ja. Schnell jetzt. Ich habe den Weg für dich vorbereitet. Du warst schon einmal hier drin. Ein Stück weit. Du wirst sehen. Okay, ich dachte, ich wäre angeschlagen und würde deshalb so stehen, aber ich bin in Wirklichkeit einfach nur mir gerade den Hintern am Abfrieren. Du hast einen Kletterpfad vorbereitet, wo eine Armee von Maschinen auf mich wartet? Seit wann sind Maschinen ein Hindernis für dich? Wenn du fliegen könntest, hätte ich nicht mal den Kletterpfad gemacht. Na, wie zuvorkommend von dir, dass du dann das alles hier vorbereitet hast für mich. Nicht runtergucken. Nicht gucken. Was leuchtet da? Ist doch nicht die Sonne, oder? Ist das Hades, was man da leuchten sieht? An genau so einem Ort habe ich mir dich immer vorgestellt, Silence. Danke. Es ist eine von vielen Werkstätten, die ich im Laufe der Jahre gebaut habe. Seit Jahren versuche ich, hier hineinzukommen. Ich bohrte, ich brannte, ich sprengte. Doch wir wissen beide, dass du das schaffen wirst. Das klingt, als sollte ich mich entschuldigen. Aber nein. Ich kam nie darauf, es nicht mit Kraft zu versuchen, sondern mit einem Schlüssel. Einen in menschlicher Form. Der Mangel an Fantasie lag an mir, nicht an dir. Du hast hier wohl viel Zeit verbracht. Vor 19 Jahren zerstörte eine Explosion diesen Berg. Gaias Tod, deine Geburt. Das Echo war bis ins Anrecht zu hören. Asche verdunkelte den Himmel. Wie ängstlich sie in Meridian versuchten, das Omen zu deuten. Der Krater brannte wochenlang, aber danach war ich unter den Ersten, die hineinsahen. Mit der Zeit kamen die Maschinen, um ihn zu beschützen. Praktisch. Bald wagte sich niemand mehr her. Außer mir. Das ist also noch gar nicht mal so lange her. Hat das Gaia erwähnt gehabt? Ich glaube nicht, oder? Gaia sagte, dass wir sie reparieren könnten, aber bei dieser Verwüstung, wie soll das gehen? Sie sagte, die Reparatur darf erst stattfinden, wenn Hades zerstört ist. Ich stimme zu. Wenn das Terraforming-System wieder läuft, könnte Hades es als Waffe einsetzen. Durch Gaias Opfer musste er sich Wege suchen, die für ihn weniger bequem sind. Aber geht das überhaupt? Ein Wiederaufbau von Gaia? Du weißt, wozu die Brutstätten fähig sind. Dass sie alle Technologien erzeugen können, um Maschinen zu bauen. Nach dem gleichen Prinzip müsste es ihnen möglich sein, Technologien zu erzeugen, um Gaia zu reparieren. Aber das dauert Jahre. Und uns bleiben nur noch einige wenige Stunden. Ich dachte, dieses Mal wärst du wirklich hier. Körperlich hier. Warum? Meine Anwesenheit ist unnötig. Du kommst auch ohne meine Hilfe durch die Tür. Du wurdest dafür geboren, nicht ich. Es wird Zeit, reinzugehen. Ja. Wenn du die Master-Überbrückung findest, hast du auch die Macht, Hades zu besiegen. Alles hängt jetzt von dir ab. Und was ist das da für ein Ding? Ah, schön, dass du da hinten rumstehst. Warum stehst du immer noch hier? Was ist das? Ist das... Soll das ein Wal darstellen oder was ist das hier? Genetische Identität bestätigt. Ausgang autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobe. Bitte treten Sie durch. Was ist das?
Audio. Ankunftsprotokoll. Ankunftsprotokollierung Shen Mago. Willkommen in der Eishölle. Bevölkerungszahl 10. 11, wenn man Gaia mitzählt. Zähl deine Hühnerembryos nicht, bevor sie ausgebrütet sind, Schätzchen. Wir haben sie noch nicht angeschmissen. Es wird noch dauern, bis du dein Omelett essen kannst. Ich bin Veganerin, Travis. Man sollte denken, dass dir das in der langen Zeit in der Geheimbasis mal aufgefallen ist. Eigentlich sollten wir erst in 3 Wochen hier einziehen. Ist dir klar, dass ich gerade 350 Kilo Schundliteratur im Transit verloren habe? Moment mal, physische Medien? Warum hast du sie nicht digitalisiert? Nichts geht über das Gefühl, physische Medien in den Händen zu halten. Und hier drin werden wir nicht allzu viel anderes berühren. Ich wollte mir die Zeit damit vertreiben, sie zu aktivieren. Was ist mit dir? Mit mir? Ich werde wohl arbeiten. Meine Aufgaben werden mich gut 3 Jahre lang beschäftigen. Da ist noch viel Feinschliff nötig. Und danach, darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Das wirst du noch. Bist wie alt? 30? Dann wirst du wohl hier am Ende das Licht ausmachen. Stoff zum Nachdenken. Was, Veganerin? Du wirst mich noch ewig nerven. Nein, nicht ewig. Nur den Rest deines Lebens. Ist dieser Travis Tate nicht der, der Hades mitentwickelt hat? War das nicht er? Pass auf, wo du hintrittst. Der Verbrecher? Wahrscheinlich war das eine Fehlentscheidung gewesen, den da mitentwickeln zu lassen. Irgendwas ist hier gerade passiert. Oh, abseilen. Okay, ich wollte gerade losspringen, weil ich dachte, ich müsste nach oben. Gut, dass ich nicht gesprungen bin. Dass das hier noch halbwegs intakt ist, ja. Oh, ich kann wieder hoch, wenn ich will. Warum sollte ich denn wieder hoch wollen? Das soll wohl mein Weg hinüber sein. Ja, dein Weg hinüber ist hinüber. What the? Das ist ja mal ein super sicherer Weg. Sie hält seit 19 Jahren, oder? Naja. Nicht antworten. Ja, sie hält seit 19 Jahren. Aber wie viel falls dato bist schon seit 2 Sekunden über. Sie könnte jederzeit einbrechen. Oh, das wäre geschafft. Geht's hier runter? Ah, nee. Ist einfach nur ein Loch. Ich habe die Vermutung, dass das dritte Death Stranding Item hier irgendwo ist. Hoch oder runter? Ich soll nach oben, aber ich kann auch nach unten. Was haben wir hier? Vielleicht den Schacht hinauf? Ein bisschen Krempel und sonst nix. Okay, dann mal weiter. Na, das ist auch nix. Sag mal, gehst du mal nach links? Danke. Protokoll, Margot Shen. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist... Ich sehe die Zahlen, aber ich kann die Uhrzeit nicht erkennen. Ich habe geträumt. Ich hielt eine Vorlesung in der Q-Hall. Etwas über
Schamanismus, ich weiß nicht. Die Zuhörer waren verschwommene Schatten unter offenem Himmel. Ich sagte ihnen, die Welt würde mit einem Knall enden. Einer Roboterplage. Aber die letzten Menschen, wir endeten nicht mit einem Wimmern, sondern einem Flüstern. Also in Höhlen. Wir enden, wo wir angefangen haben, versammelt um ein flackerndes Leuchten. Die Staatsoberhäupter, wichtige Persönlichkeiten, die Anführer und Lotteriegewinner, alle verborgen in ihren kleinen Verstecken. Manche glauben, sie werden überleben, irgendwie, oder Elysium, oder wir hier in Gaia Prime, es macht keinen Unterschied. Eine Vielzahl winziger Gesellschaften, die sich etablieren, auflodern und sterben. Einige werden wunderbar sein, andere schrecklich. Und eine von ihnen hat eine Bedeutung. Kurzlebige Zivilisationen. Ein letztes Luftholen. Ein letztes Luftholen, bevor der Atem angehalten wird. Bevor ich aufwache, weiß ich, dass mein Publikum weg ist. Ich rede mit mir selbst. Zu einem stillen Planeten, einem Ödland. Es gibt nur Gaia und ihren langen, langen Traum. Ich hoffe, sie fühlt sich nicht einsam. Hat sich ja fast schon angehört wie eine Art Vision von dem, was noch passieren wird. Also das, was ja derzeit wohl passieren tut. Ja, das, was derzeit passiert. Weil wenn ich das nicht hier aufhalte, dann werden die Maschinen wohl wieder alles vernichten. Und dadurch, dass Gaia weg vom Fenster ist, ist ja existiert dann nichts mehr. Kann ich da rein? Ah, schade, leider nicht. Ich gucke gerade hier jede kleinste Ecke ab und nur um zu schauen, ob nicht hier vielleicht doch noch irgendwo ein Item rumfliegt, wie halt, wie gesagt, dieses Death Stranding Item. Oder irgendwelche Logs. Wenn ja nicht schaden, noch irgendwelche Logs hier zu haben. Was ist das? Charles Ronson. Die Evakuierung ging so schnell. Es blieb keine Zeit, alles zu durchdenken. Keine Zeit, Abschied zu nehmen. Es gab lange Schlangen in der medizinischen Abteilung. Ich sagte Tom Peck, ich wäre bei ihm, wenn er unters Messer kommt. Aber da war diese letzte Ladung von Paradiseide-Zygoten, die ich noch fertig machen konnte, wenn ich mich beeilte. Ich bin immer noch wütend, dass er mich zwang zu wählen. Wütend auf mich selbst, weil... Tja, er starb allein. Und die verdammten Paradiesvögel konnte ich auch nicht retten. Jetzt bleibt mir alle Zeit der Welt, um nachzudenken. Gaia Prime ist versiegelt. Das Elysium ist versiegelt. Alle sind sicher. Es ist nur wenige Meilen weit weg, aber es könnte ebenso gut am anderen Ende der Galaxie sein. Die Betas und Gammas und das Betreuungspersonal. Sie leben ihr Leben. Wenn ich kein Alpha wäre... Wenn es anders gelaufen wäre, könnte ich dort sein. Stattdessen verbringe ich den Rest dieses unnatürlichen Lebens hier. Mit Leuten, die ich nicht mal mag. Und ohne den Menschen, mit dem ich gerne mein Leben geteilt hätte. Wenn es möglich gewesen wäre. Vor 2 Stunden habe ich die letzten ausführbaren Programme abgesegnet. Und jetzt bin ich schon verbittert und meckere in diesem Fokus. Darüber sollten zukünftige Generationen mal nachdenken. Nö, mache ich nicht. Betas und Gammas? Gibt es hier noch weitere Bunker, die offenbar für Zivilisten waren? Oder wie? Quasi, es gab einmal die Alpha-Dinger, die dafür sorgten, dass man hier diese Bunker hat. Wo dann die ganz wichtigen Sachen, wie halt die Gaia-Projekte geleitet haben. Das ist nicht Gaia-Projekte, das Gaia-Projekt geleitet haben, beziehungsweise Zero Dawn geleitet haben oder überwacht haben oder sonst irgendwas. Irgendwelche Dinge noch durchführten. Eventuell auch für andere Sachen wie Eulysia, Hades, Apollo und so weiter. Weil Apollo ist ja in den Weltall geschossen worden, das ist ja weg vom Fenster. Und Beta Gamma waren dann halt eher zivile Sachen? Ich weiß.
Sie konnte nicht einmal auspacken. Das sind ihre Tagebücher. Elisabeths Tagebücher. Und sie sind alle zerstört? Scanne sie. Der Fokus kann sie wiederherstellen, aber das dauert. Für uns ist er ein mächtiges Gerät, aber sein Antrieb ist winzig und eingeschränkt. Wie lange dauert es? Tage, Wochen, Jahre. Kümmere dich darum, Hades aufzuhalten und die Zukunft zu verlängern, dann lebst du vielleicht lange genug, um sie zu hören. Okay, kann ich mir das Ding angucken, selbst wenn das einfach nur Schaden anzeigt? Wo ist denn das jetzt? Oh, das sind alle Tagebücher jetzt, oder was? Datei beschädigt, Reparatur wird durchgeführt. Aha. Okay, bei all den ganzen Dingern wird gerade eine Reparatur durchgeführt. Ja, toll. Schön mal wieder eine Rolle vorwärts gegen den Felsen gemacht. Mehr ist hier nicht? Nur irgendwelche Tagebuch? Ah, da bin ich. Die Tür scheint wichtig zu sein. Ist das ein Ausgang? Ein alternativer oder ist das vielleicht ein Weg, um da ein Item zu finden? Auf jeden Fall ist hier oben nichts, einfach nur gehende Leere. Ah, hier ist eine Scheibe. Was ist das? Sieht komisch aus. Charles Ronson. Vor 6 Stunden erfolgten die letzten Arbeiten an Gaia Prime. Heute Morgen kam es zu einer Fehlfunktion beim Zugang. Gaia Primes Portsiegel schließen sich mit einer Fuge von höchstens 2 Millimetern. Doch eins ließ eine Lücke von 10 Millimetern. Genug Platz für eine Energiesignatur. Genug für den Schwarm, diese Anlage zu entdecken. Oh. Genug, um Gaia zu finden und zu zerstören. Genug, um die Zukunft zu beenden, für die wir so hart gearbeitet haben. Es sei denn, wir reaktivieren die Servos manuell. Von außen. Ich schalte jetzt zu einer Aufnahme des Vorfalls. Also, ich gehe da nicht raus. Kommt gar nicht in Frage. Entweder schicken wir jemand raus, oder das alles hier war umsonst. Liz sollte das entscheiden. Also, wann wird sie denn endlich hier sein? Sie sagte 5 Minuten. Glaubt ihr, etwa... Oh nein. Okay, Leute. Ich hab's repariert. Gaia? Siegelfuge bei 1,4 Millimeter. Bestätigt. Elisabeth, nein. Wir finden einen Weg, dich hier rein... Es lässt sich nicht machen, der Schwarm ist zu nah. Wirklich, es ist okay. Gaia ist fertig. Sie wird sich jetzt um alles kümmern, dafür ist sie da. Doch nicht so. Es gibt noch so viel. Leute, ihr kennt mich. Abschiede sind nicht meins. Oder große Worte, also... Lassen wir's. Also... Mach's gut, Liz. Und wir sehen uns. Ja. Passt gut auf euch auf. Liz. Es ist okay für mich. Ich will nach Hause. Lebt wohl. Das war die letzte Nachricht von Elisabeth Sobeck. Sie gab alles für die Hoffnung auf Leben auf diesem Planeten. Und wir stehen alle in ihrer Schuld. Und das Ding hier ist ja ein Denkmal. Huch, was machst du denn hier schon wieder? Sag mal, wer hat dich denn hier eingeladen? Hau mal mit deinem Netzwerkkabel da am Kopf. Was dann?
Noch eins? Eloy? Nein, ich will nicht mit dir reden! Sie ist tot. Verdammt. Wirklich tot. Aber das wusstest du doch schon, Aloy. Und ihre Leistungen waren mehr als außergewöhnlich. Als ihre Leute zögerten, übernahm sie die Verantwortung. Nur sie war bereit dazu. Sie war besser als sie. Das meinte ich nicht. Das war sie. Das kannst du dir ruhig eingestehen. Könntest du nur für einen Moment, anstatt zu rechnen, ein Gefühl zulassen? Sie hat sich für ihre Freunde geopfert, für die Zukunft, für das Leben auf Erden. Bewegt dich das denn überhaupt nicht? Ihre Großzügigkeit dabei. Du tust so, als hätte ihre Entscheidung etwas Magisches. Es war ein rationaler Entschluss, hatte nichts mit Sentimentalität zu tun. Du liegst falsch. Du weißt doch, es hat ihr nicht gereicht, dass Gaia nur denkt. Sie hat ihr beigebracht, zu fühlen. Sich zu sorgen, Opfer zu bringen, ans Leben zu glauben, um die Hoffnungslosigkeit zu überwinden. Ohne diese Sentimentalität gäbe es kein Leben mehr. Du und ich hätten niemals existiert. Dein Argument ist gut. Es tut mir wirklich leid. Sie sagte, sie wolle nach Hause. Vielleicht. Was? Nichts. Machen wir weiter. Die wird bestimmt irgendwo rumliegen. Oh! Du würdest es hassen, Wes, aber ich habe eine Laudatio auf dich geschrieben. Ich wollte versuchen auszudrücken, alle deine Kinder, wenn sie von Apollo gelernt haben, werden sie denken, dass sie alles wissen. Aber sie müssen begreifen, was du für sie getan hast. Wie sehr du die ganze Welt geliebt hast. Mit einer Intensität, die überwältigend war. Umfassend. Und die dich am Ende getötet hat. Oder für die du gestorben bist. Je nachdem, wie man es sieht. Niemand konnte mit dir mithalten, dir gerecht werden. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich die Postdoc-Stelle in Johannesburg nicht angenommen hätte. Ich bin froh, dass du das Lightkeep-Protokoll schließlich doch aufgegeben hast. Ich glaube, ich hätte es nicht ertragen, ein anderes Ich von dir zu sehen. Ich meine, Elizabeth Sobeck. Sie ist einmalig. Ich vermisse dich. Also, Liz, du warst ein hübsches, verlässliches Mädel. Es tut mir leid, dass es dich zuerst erwischt hat. Wenn es ein Zuhause für dich gab, hoffe ich, dass du angekommen bist. Aber dieses Denkmal, das Ronson dir gesetzt hat, irgendwie gruselig, wenn du mich fragst. Ruhe in Frieden, Liz. Du hast es, weiß Gott, verdient. Naja, gruselig nicht unbedingt, aber naja, wenn du das sagst. Hallo, Liz. Ich weiß. Ich weiß, dass du das hier niemals hören wirst. Aber darum geht es nicht. Du musstest die Retterin und Märtyrerin und alles auf einmal stehen. Mehr nicht? Der hätte sie auch stecken lassen können, was du da sagen wolltest. Achso, das ist einfach nur das Gerät, damit das projiziert. Ah, okay, ich muss da oben raus. Wait, Ted Farrow ist hier unten gewesen? Warum? Warum ist der denn hier unten? Hat man den hier schon nicht gelyncht? Als wir die ganzen Arbeiter oder Einwohner einen Aufstand da machten. Oh, da ist noch was. Zukunft von Ted Farrow. Was pflanzen wir in ihre Köpfe ein, Liz? Jede Menge Geschichte? Jede Menge der sogenannten Wahrheit? Jede Menge Klatsch? Das ist keine Gedankennahrung, Liz. Es ist Gift. Ich glaube, da sind wohl noch weitere dieser Tagebücher verstreut hier. Kann ich da rein? Nein.
am Ende des Kraters ist noch ein Bereich. Er scheint die Explosion überstanden zu haben. Weil er gepanzert war. Du hast den Kontrollraum gefunden. Ich bin auf dem Weg. Das war aber knapp. Ted Favreau. Oh, Liz. Ich habe mir das Projekt genau angesehen. Letztendlich ist es ganz einfach. Es ist sauber. Es ist klar. Es ist die Löschung. Addition durch Subtraktion. Ich kann es besser machen, Liz. Mit einem einzelnen Handgriff kann ich alles zum Verschwinden bringen. Mir gefällt nicht, in welche Richtung das geht. Mach weiter. Lass mich mal raten. Ted Favreau hat wieder dazwischen gefunkt und hat nicht aus den Fehlern gelernt, die er zuvor schon gemacht hat. Er ist schon verantwortlich für die Apokalypse. Jetzt will er also nochmal zusätzlich verantwortlich sein, dass die letzte Hoffnung der Menschheit endgültig dann zerstört wird. Warum hat man dem Typ nicht schon längst ein Loch im Kopf geschossen? Oder in den nächsten Knast geworfen? Das wäre vielleicht besser. What the fuck? Was für ein mieses Arschloch. Wo muss ich hin? Da rein? Kann ich mal hier runter erst? Was ist hier? Bin ich nicht von hier gekommen? Nö. Hier ist einfach gar nichts. Ted Favreau war. Ah ne, das sind mehrere. Was? Was hast du erwartet, dass hier in der Party stattfindet oder was? Als ich die Luke geöffnet habe, von dieser Seite aus strömte Luft hinein. Weil niemand in der Kammer war. Aber die Alphas waren da drin. Oh wait, das... Nein! Okay, doch, ich kann raus. Was ist hier drin? Warte mal, hat Ted Favreau dort ein Vakuum verursacht? Oder nicht ein Vakuum, sondern hat die ganze Luft absaugen lassen und sie da eingeschlossen? Während Ted Favreau dann irgendwas manipulierte, um... Ja, Hades dann spinnen zu lassen? Oder beziehungsweise hat den Code verändert, wodurch er dann früher oder später dann die Macht an sich dann greifen konnte? Die Macht an sich reißen konnte, so rum. Kein Zugriff zur Kernkontrolle. Alpha-Freigabe blockiert. Verdammt, was ist Omega-Freigabe? Oh nein. Alpha-Personal. Es tut mir wirklich leid, aber ihr müsst mir zuhören. Ja? Ich habe euch etwas zu sagen. Es ist nicht einfach. Also, bitte stoppt eure Zugriffsversuche, okay? Denn es geht darum, dass... hört doch jetzt endlich mit diesen Zugriffsversuchen auf! Was ich sagen will, ist, ich muss immerzu an die denken, die nach uns kommen. Unschuldige, tadellose Männer und Frauen. Von uns sollen sie Wissen bekommen? Wie ein Geschenk? Ted, das haben wir schon besprochen. Apollo hat über 3000 Ausfallsicherungen. Das ist kein Geschenk, es ist eine Krankheit.
Sie sind die Heilung und wir verbreiten Krankheit. Unsere Krankheit? Nein, das geht nicht. Und es ist nicht zu spät. Wenn wir ein Opfer bringen können. So muss es doch nicht laufen. Das tut es schon, Samina. Und zwar seit 3 Minuten. Ich habe Apollo gelöscht. Er ist weg, ganz weg. Alle Kopien. Ein Opfer bringen? Das ist kein Opfer. Das ist kulturelles Vergessen, du irrer Bastard. Jahrtausende der Kultur. Tut mir leid. Wirklich, ich. Aber manchmal müssen zum Schutz von Unschuldigen Unschuldige sterben. Notfallwarnung. Abfall der Atmosphäre. Hat dem schon jemand irgendwann mal gesagt, dass er die Krankheit ist? Er ist doch der Arsch, der alles verursacht hat. Nicht das Wissen, das sie sich angeeignet haben im Laufe von Jahrhunderten oder Jahrtausenden, ist das, was die Krankheit war. Er ist die Krankheit, der verursacht hat, dass doch die ganze Scheiße da erst passierte. Was für ein Vollidiot. Und deswegen ist Apollo weg vom Fenster. Wobei, war da nicht was gewesen, dass irgendwas mit dem Orbit oder so nicht richtig funktionierte? Wobei, vielleicht war eben das genau das. Funktionierte einfach nicht, ist dann irgendwo anders hingeflogen und das war dann das Löschen. Oder der wurde gelöscht. Kann auch sein.